in Nancy, Frankreich. Müssen wir den Vlog starten. Also, wir sind hier in Nancy, Frankreich, Mittwoch, 31. Mai, 14.58 Uhr gerade. Wir sind sprachlos. Wir sind gerade angekommen und das Hotel ist so geisteskrank schön. Also eigentlich kein Hotel, das hat die Unterkunft. Wir verlinken die Unterkunft auf jeden Fall auch am Ende vom Video. Das, was wir jetzt für alle Tage bezahlt haben, würde man an einem Tag in Paris ausgeben. Ja, wirklich. Das ist so krass. Okay, first of all, Room Tour. Okay, Licht ist, glaube ich, ein bisschen wack gerade bei der Room Tour. Aber welcome to our room. Ich weiß gar nicht, man kommt rein und es ist einfach ein riesengroßer Raum. Und was so geisteskrank ist, ich glaube, du musst auf jeden Fall mal einen riesen Spiegel zeigen. Der Spiegel, es gibt einfach so richtige Paris-Vibes. Ey, wir können gar nicht mehr reden. Paris-Vibes. Paris-Vibes. Vibes. Nee, es ist wirklich richtig schön. Ja. Und alles halt so in diesem dunklen Grün mit so Goldelementen feiere ich extrem. Und der Boden, sorry, der Boden ist wirklich geisteskrank schön. Und wenn man hier halt die Vorhänge aufmacht, dann haben wir halt auch so eine geile Aussicht hier, so richtig entspannt, weil es so eine Seitenstraße ist und es ist auch super ruhig. Wir haben gerade Fenster offen, es ist so ruhig. Und dann gehen wir hier lang und die Tür allein schon, sorry, aber wie schön ist das? Und da haben wir so eine richtig entspannte Küche hier. Auch voll süß einfach. Ich habe voll vergessen, dass wir eine Küche haben. So, das hätte ich mir gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und hier noch mit der Sitzecke, Kühlschrank, alles am Start. Und dann, das haben wir gerade erst rausgefunden, wenn man das jetzt zur Seite schiebt, haben wir ja einfach ein Ankleidezimmer. Ja. Hier ist Badezimmer. Auf der anderen Seite. Auch richtig schön. Yes. Und jetzt. She's from Nicaragua, thought she was Persian love. Are we turning up or are we wasting time? Girl, don't waste my time, no. Party, I don't just wanna chill with you, oh no. I wanna turn up on. Ready machen, was zu fooden finden, uns da hinstellen, da schon mal so ein bisschen Content machen. Yes. Und dann können wir ja nochmal zurück und so einen Plan machen für abends, oder? Ja, das ist, glaube ich, geil. Vielleicht noch ein paar Streets so erkunden, ein bisschen durchlaufen und dann gehen wir nochmal zurück. Ja, glaube auch. Ja, let's do it. I got diamonds doing things, lies in both ears. Dice falling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fuck or not, I keep the water in my shorty bag. Know she wanna mind when she tattooed that ass. I'm a lover boy, she got a joy. Leute, wir haben jetzt sogar Matcha bekommen. Einmal mit Coconut Milk und einmal mit Soja Milk. Brauchen jetzt einen kleinen Taste Test. Noch ein bisschen umrühren. Ist schon krass süß. Echt? Ist schon sehr süß. Aber gar nicht nach Matcha, finde ich. Das ist so fucking süß. Aber irgendwie finde ich es gerade auch geil. Good morning, Party People. Ich habe das Gefühl, hier ist der einzige Space, wo es irgendwie einigermaßen gutes Licht ist. Aber ich habe mir gerade zwei Morning Drinks gemacht. Meine Skincare habe ich auch schon gemacht. Wir haben heute eine wilde Mischung. Einmal Kaffee für die Verdauung. Einmal Gerstengraspulver für Haare, Skin. Ich würde die Mischung bezeichnen als, es muss einfach nur wirken. Schmecken tut so semi, aber es wirkt sehr gut. Wetter ist mega geil, es ist strahlend blauer Himmel. Wir machen uns gleich ready, wollten auch schon mal aufs Frühstücken gehen. Ja, ich glaube, ich werde noch journalen. Journalen habe ich die letzten Tage voll vernachlässigt, weil ich war ja eigentlich die ganze Zeit auch noch bei meinen Eltern unterwegs. Und dann waren die da und dann hatte ich irgendwie auch nicht so viel gejournalt. Und eigentlich ist das immer meine Top-Prio. Deswegen werde ich jetzt einfach ein bisschen journalen. Und mit meiner zwei wundervollen Monate. I just been drinking on the low, mobbing on the low, walking on the low, smoking on the low. I still been plotting on the low, scheming on the low. Wir sitzen jetzt hier in einem sehr cute Café. Es ist jetzt
10.48 Uhr, ist auch der 1. Juni heute. Krass. Mhm. Das sieht wirklich so süß aus, muss ich euch gleich mal zeigen. Ich habe schon so ein paar echt mega geile Bilder gemacht, weil das Licht ist hier amazing. Chill uns heute auch auf jeden Fall noch im Park, weil das Wetter ist super angenehm. Und heute ist auch nicht so windig wie gestern. Gestern war fast gar nicht so machbar, Bilder zu machen. Aber North Sea ist wirklich ein Traum. Ja, okay, probier. Oh, 10 von 10 Grad. Ein paar Bilder machen. Und dann können wir nochmal packen und sprechen wir weg. Das muss man sagen, es gibt hier kaum Touristen, haben wir das Gefühl. Hello. Hello. Wir hatten jetzt gerade so ein kleines Mittagstief und haben uns jetzt nochmal auf die aufs Bett gechillt und haben uns jetzt ready gemacht. Das ist unser Outfit. Wir haben beide ein Kleid an. Jetzt gehen wir raus, wollten uns im Park chillen, noch irgendwie ein paar Fruits oder so holen und maybe auch ein Eis gönnen. Ich bin gespannt, ob die hier geiles Eis haben. Ich bin ja so ein Eissuchti. Safe, safe. Also ja, machen auch geiles Eis. Okay. Aber schon ein bisschen random hier. Kaum können Leute Englisch. Ich dachte, das eigentlich wäre so ein kleines Vorurteil. Aber irgendwie stimmt es anscheinend doch. Und wir sind auch gestern bei so einem Secondhand-Laden vorbeigelaufen. Und den wollten wir vielleicht auch nochmal abchecken. Dann nochmal gucken, was es sonst so für Secondhand-Läden hier gibt. Oder so ein paar Vintage-Läden. Weil ich glaube, hier ist es noch nicht so übertrieben wie in Paris. Hm, und hier kann man vielleicht auch noch Sachen finden, die so ein bisschen günstiger sind, weißt du? Hm. Oder? Wie schön ist Romys Kleid, bitte? Dankeschön. Es sieht wirklich so gut aus. Deine Figur ist so krass da drin. Ich lieb's. Das ist von Bershka. Meins von Zara, aber schon 2 Jahre alt. Meins aktuell. Hier ist noch besseres Licht. Meine Hüfte knackst bei jeder Bewegung. Ich habe echt das Gefühl, dass es draußen so heiß sein wird. Ja, glaube ich auch. Unnormal. Wir sind jetzt halt auch richtig in der Mittagshitze. Ja. Driving solo, I'm just swerving through my hands. When I'm sober, I just don't like who I am. Hold me up a four and I feel like myself again. Roll me up some dope and I feel like myself again. So Leute, ganz offiziell beginnt jetzt das Skippo-Match. Ihr könnt euch jetzt schon mal entscheiden, für wen ihr seid. Ich wäre ja für mich. Ich bin gut, will ich nur gesagt haben. Leben können. Ach du Scheiße, ich hab einfach meine eigenen Karten nicht angeguckt. Match ist over. Erst hab ich gewonnen, dann hat Romy gewonnen. Und dann haben wir noch ein Final Match gemacht und dann hab ich gewonnen. Hoho! Ich habe das Gefühl, mein Morning Voice ist gerade schon so am Upcracken. Wir haben 9.14 Uhr, 2. Juni. Eine kleine Fail-Story von gestern. Wir waren gestern noch unterwegs und haben Bilder gemacht. Und das waren halt so Bilder abends. Kann ich mal kurz zeigen, was wir so gemacht haben. Ich habe mich da so hingehockt. Sieht man das? Ja, doch, sieht man ein bisschen. Hier, ich habe da so gesessen. Also man checkt, glaube ich, ungefähr den Vibe. So mit Blitz auch direkt, so richtig schön auffällig. Dann. Am Straßenrand, da ist halt so ein Parkhafen, da sind halt so ein paar Autos vorbeigefahren. Natürlich auch ein paar Boys und dann haben die da angehalten, haben uns kurz zu voll gelabert und dann so, okay, tschüss. Und dann sind die halt eine Minute später wieder an uns vorbeigefahren. Aber mit so richtig, richtig, richtig schlimmen Englisch. Die waren zu viert oder zu fünf im Auto und die so, what's the clock? Das war ihre Anmache. Ey, das ist auch schlecht, das habe ich noch nie gehört. What's the clock? Und dann dachte ich mir so, ihr seid im Auto, ihr habt alle ein Handy. Ja, und hier kann niemand Englisch. Ich meine, die waren nicht älter als wir und die konnten kein Wort Englisch. Ich dachte auch die ganze Zeit, es wäre ein Klischee, dass Franzosen kein Englisch können, aber anscheinend ist es doch der Fall. Ja, man die kommt geben sich klar. Halt auch eigentlich keine Mühe dann, wenn man fragt, was es so zu essen gibt, dann machen die so die Schulter hoch und sagen, sie können kein Englisch. Ja, also die haben wir schon, glaube ich, finde ich halt schon krass, weil mir geht es gar nicht darum, jetzt so dieses Touristische und dass die mir jetzt sagen müssen, was da abgeht und sowas, aber weißt du, was ich krass finde? Dass man ja eigentlich, wenn man die Sprache nicht kann oder mal zumindest nicht versteht, dass man eigentlich gar keinen Zugang wirklich hat zu der, ich sag mal so Popkultur. Ja, weißt du, auch auf YouTube und alles, du kannst ja wirklich nur Dinge in deinen Filme, alles, weißt du. YouTube, TikTok, alles ist ja auf Englisch. Das ist, also, ja, du kannst ja so einen Basic-Satz nicht verstehen, so einen Insider irgendwie.
wir sind jetzt ready und gehen los. Wir wollten jetzt zu einem Bäcker gehen und irgendwas zu frühstücken holen. Und das ist mein Outfit. Ich habe ein Denim-Korsett an von Zara, Leinenhose von Bershka, beziehungsweise von Romy, Converse, Prada Bag. And that's my outfit. Wieder back home und wir haben uns jetzt umgezogen. Ich habe einfach so ein graues T-Shirt angezogen, auch wieder von Romy, das ist von Bershka. Ich muss sagen, das ist saugeil. Ich muss mir das, glaube ich, auch holen, weil das fittet so nice und schließt hier auch richtig geil ab. Dann habe ich so einen Rock angezogen und auch wieder Converse. Zwei Sachen zur Auswahl. Dann lass das mitnehmen. Das ist ein bisschen cool. That's it. Wir sind back home und wir waren so ein bisschen driften und haben so ein paar Sachen abgecheckt und wir wurden auch fündig. War so ein süßer Laden, das war echt crazy. Man hat sich gefühlt wie bei so einer älteren Dame in so einem luxuriösen Kleiderschrank und so hat es auch gerochen. Das war richtig cute. Also da gab es eine richtig krasse Schuh-Collection. Ich muss sagen, Schuhe und Accessoires waren eigentlich so die Sachen, die am geilsten ausgesehen haben. Ja. Auch von den Marken her. Und ich habe einfach ein paar Dior-Sandalen gefunden. Die sind so krass. Schaut euch die an. Vor allem sind die richtig gut in Schuss noch. Also da kann man gar nichts sagen. Ja, da ist gar nichts. Und eigentlich dachte ich so, ich weiß nicht, ob das so mein Vibe ist. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Größe das ist, weil hier steht überhaupt gar nichts. Aber ich habe die dann angezogen und die waren auch sau bequem. Und ich finde es mit diesem Denim-Look so geil. Also ich glaube, ich werde mit irgendeinem Outfit heute Abend schon irgendwie anziehen und was shooten. Es ist wirklich so toll. Und ich habe sowas schon so lange gesucht. Und ich wollte ein bisschen sowieso mehr in dieses ganze Sandalen- und Heels-Game kommen. Ja. Weil ich eigentlich auch ganz gut drauf laufen kann. Also die waren wirklich bequem. Und die vor allem haben so diese gut Kombi aus Braun und Jeans ist einfach so krass. Es ist wirklich so geil krass aus. Also wirklich mega. Aber zeig mal deine Sache. Ich habe mir eine Prada-Sonnenbrille geholt. Da gab es auch noch eine Chanel-Sonnenbrille, die ich auch schön fand. Aber die hatte irgendeine Sehstärke. Und ich habe keine Sehstärke, deswegen war das auf jeden Fall nichts für mich, aber die war sowieso geiler und die hat einfach so eine doppelte Hülle, also einmal normal und dann nochmal so ein Etui. Das ist halt richtig krass, dass sie noch so, so ein Etui dabei ja hat. Weil normalerweise ist es ja dann schon direkt dabei in dieser Vitrine. Ja, und die ist auf jeden Fall braun und ein bisschen schmaler, sag ich mal, und ich finde die so cute. Ich finde, die ist auch sehr schön, dass sie nicht schwarz ist. Ich finde, das macht das ein bisschen weicher einfach. Ja, und ich habe richtig lange schon nach so einer schmalen Sonnenbrille gesucht. Vor allem braun finde ich richtig schön und halt auch mit dem goldenen Prada-Detail da. Ist das Gold? Perfekt, ja. Mega. Sieht so schön aus. Ich liebe sie. Sie sieht wirklich sehr schön aus. Ja, einfach 10 von 10. Geilo. Wir sind back, Leute, und wir sind komplett fertig. Wir müssen unbedingt dieses ganze Mess hier beseitigen. Es sieht so schlimm aus. Es ist echt richtig schlimm. Es sieht wirklich so schlimm aus. Kannst keinem zeigen, wirklich. Aber es war so toll in Nancy. Wirklich, wir waren gerade noch im Park und haben dort gechillt und noch so ein richtiges Picknick gehabt. Es war einfach voll entspannt und kompletter Vibe gewesen einfach. Morgen ist der Plan, wir fahren zurück um 9, 10 Uhr ungefähr so. Ne? Mhm. Dann wollten wir noch in Frankfurt kurz chillen. Mukbang wollten wir drehen. Ja. Und dann fahre ich um 15 Uhr mit dem Zug von Frankfurt nach Berlin. Aber Nancy ist wirklich so toll. Also so ab Frankfurt in die Gegend, Leute, ihr müsst hier hin. Es ist wirklich einfach Paris, aber viel entspannter, viel gechillter. Ich finde auch die Stadt ist einfach, wir haben vorhin schon drüber geredet, irgendwie so eine perfekte Stadt. Ja, jeder Sommer chillt hier vor allem so. Ein Traum. Ja, es ist mega. Deswegen müsst ihr hier unbedingt hin. Und ich beende jetzt auch den Vlog, weil ich, wie gesagt, morgen nach Hause fahre und morgen ist nichts mehr so Spannendes ansteht. Aber ich hoffe, ihr habt es enjoyed. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Video. Bye, bye. Bye.